Herzlich willkommen zu den Teams-Updates vom Monat September für alle Führungskräfte und Anwenderinnen und Anwender mit Ambitionen. Heute habe ich 4 Updates für Sie selektiert. Auf der einen Seite das erste ist strategisch relevant, etwas Großes, etwas, das wir im Auge behalten müssen. Dann habe ich 2 kleine, die wichtig zu wissen sind. Und am Schluss der absolute Hammer für Online-Meetings, das müssen Sie kennen. Update Nummer 1. Es gibt ein neues App und das heißt Viva Engage und ist ganz, ganz eng verzahnt mit Teams. Die Idee ist so, dass wir quasi in einem großen Stil miteinander in Kontakt treten können, dass wir unabhängig, in welchem Team ich jetzt gerade arbeite oder in welchem Projekt ich jetzt gerade arbeite, mit meinen Kolleginnen und Kollegen informell in Kontakt treten kann. Ich kann da Posts machen, ich kann Events machen, ich kann Communities bilden. Ja, und das alles ziemlich frei, modern und cool. Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn der Unterschied zur Teams? Kollaboration, wie wir sie kennen, also quasi zu den Beiträgen innerhalb der Kanäle der Teams oder aber eben auch zu normalen Teams-Meetings. Und ich denke, wenn man diese Teams-Kollaboration anschaut als die enge Zusammenarbeitssituation in meinem Projekt, in meiner Abteilung oder Ähnlichem, dann kann man dieses Viva Engage in der großen Menge, die ganze Welt quasi anschauen. Das ist das große Ganze. Man kann mit Leuten in Kontakt treten, die man vielleicht eben nicht jeden Tag sieht. Eigentlich eine gute Sache, weil es ist schon so, für Unternehmen, die eine gewisse Größe haben und für Unternehmen, die auch sehr flexibel arbeiten, ist natürlich das Thema des Know-how-Austauschs zum Beispiel oder auch einfach generell des Zusammengehörigkeitsgefühls durchaus ein Thema, das es zu bearbeiten gilt. Und darum, denke ich, ist es gut zu wissen. Es ist durch die Frage, wie positionieren wir dieses Viva Engage in unserer Gesamtstrategie. Ich bin ziemlich sicher, dass es wichtig ist, dass wir das im Auge behalten sollen, aber es natürlich schon eine Frage ist der Evolutionsstufe von unserer generellen modernen Arbeitsweise. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen bin, das schon die Teams-Einführung erfolgreich hinter sich hat, das schon erfolgreich diese Teams-Kollaboration nutzt, alle Daten dort mehr oder weniger ablegt und bearbeitet, die Beiträge nutzt und so weiter, dann ist das ein spannender Evolutionsfaktor, dieses Viva Engage. Würde ich sehr genau anschauen, vielleicht mal den einen oder anderen Testballon starten oder vielleicht gleich ein Projekt starten. Für Unternehmen, die aber jetzt in der Boarding-Phase sind auf Teams, wo das noch nicht so etabliert ist, wo das quasi noch ganz jung ist es typischerweise noch etwas früh, noch ein Baustein mehr da raufzulegen. Das erdrückt die Leute dann tendenziell etwas. Und da gilt es vielleicht eher noch etwas zuzuwarten, bevor ich da jetzt eine Aktion ableiten würde. Aber wichtig zu wissen strategisch, dass Viva Engage gestartet ist. Kommen wir zu den 2 Power-User-Neuigkeiten. Zwar ist das erste für Leute, die mit 2 Geräten in Online-Meetings teilnehmen. Das mag jetzt vielleicht etwas wild klingen, aber ich mache das fast täglich und zwar in folgender Situation. Ich bin zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz hier bei iTrust und weiß genau, dass ich während dem Meeting transferieren muss, zum Beispiel zum Auto, an einen anderen Standort. Dann ist das so, dass man ja mit dem zweiten Gerät, also zum Beispiel mit dem Handy, ins Meeting sich einklinken kann. Dann ist man sowohl auf dem Arbeitsgerät als auch auf dem Handy im Online-Meeting. Ja, und dann übernimmt man dann später im Auto zum Beispiel auf dem Handy und so ist man ohne Unterbruch quasi Teil dieses Meetings. Und jetzt kommt die Neuerung ins Spiel. Man kann nämlich mit einem Knopfdruck auf einem Gerät, auf allen Geräten sich abmelden. Weil früher war das so, dass ich oft die Situation hatte, habe ich da das große Gerät zum Beispiel eingepackt in meine Tasche und da war ich immer noch im Meeting, obwohl ich da quasi auf dem mobilen Gerät aus dem Meeting rausgehüpft bin. Und das kann natürlich zu ganz unangenehmen Situationen führen. Gut zu wissen, wenn Sie das Meeting also das nächste Mal verlassen, können Sie mit einem Knopfdruck auf allen Geräten das Meeting schließen. Kommen wir zu Update Nummer 3. Ein spannender Fakt. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber wenn Sie eine E-Mail-Adresse von einer Person haben, die Sie vielleicht nur leicht kennen oder diese E-Mail-Adresse vielleicht sogar erraten haben, dann können Sie in Teams diese E-Mail-Adresse eingeben, oben im Feld, und können dieser Person einen Chat absetzen. Ja, sehr direkte Draht zu den Leuten. Mir passiert das eigentlich nie, aber das ist ein Fakt, den vielleicht die meisten Leute nicht kennen. Ich habe das jetzt erlebt, als mein Sohn neue Teams bekommen hat in der Schule. Ihm konnte ich einen Chat absetzen und er kam dann mit mir in die Interaktion.
Jetzt kommt die neue Funktion, die ist so, dass Sie, wenn Sie einen Chat von jemandem bekommen, den ja das erste Mal quasi bekommen von extern, dann können Sie, ja, wie Sie es vielleicht von WhatsApp oder Ähnlichem kennen, diesen Chat annehmen oder aber ablehnen. Und das ist dann ziemlich wichtig, denn wenn Sie ablehnen, dann kann diese Person Ihre Präsenzinformation, also ob Sie zum Beispiel besetzt sind oder ob Sie frei sind und so weiter, nicht mehr sehen. Das war früher etwas unschön. Gut zu wissen, dass Sie neu die Chats, die von extern kommen, quasi annehmen oder ablehnen können. Update Nummer 4, der absolute Hammer aus meiner Sicht. Eine kleine Neuerung, die einen großen Unterschied macht im Teams-Meeting, im Online-Meeting. Und zwar geht es darum, dass wir, wenn wir Meeting-Konsument sind, das heißt, wenn ich jetzt quasi meine Kollegin den Bildschirm teile, PowerPoint teilt, was auch immer, dann habe ich das Problem, dass ich diesen Beitrag sehr, sehr groß sehe und die Köpfe, also das Videobild der Kolleginnen und Kollegen, werden dann sehr, sehr klein. Und das ist ja typischerweise eher ungemütlich. Jetzt gibt es einen neuen Knopf. Ich kann den Inhalt, den geteilten Inhalt rauslösen aus dem Teams-Meetings-Bild, habe ein zweites Fenster und kann so sowohl den Inhalt in Großformat sehen, als aber eben auch meine Kolleginnen und Kollegen in Großformat sehen. Und das ist wirklich wichtig, weil ich weiß manchmal nicht, was wichtiger ist, ob der Inhalt wichtiger ist ob wichtiger ist, die Leute zu beobachten und beziehungsweise die Gesten zu interpretieren etc. Das ist sehr, sehr entscheidend in einem Online-Meeting. Also, das können Sie ab sofort machen, insbesondere für Leute interessant, die zwei Bildschirme haben oder einen großen Widescreen haben. Das ist echt die Wonne, ich sage es Ihnen, müssen Sie unbedingt probieren. Ich empfehle Ihnen das und freue mich schon, wenn Sie sich selbst auch freuen. So, Sie spüren, das war ziemlich enthusiastisch. Ich bin gespannt, ob Sie das auch so gut finden oder nicht. Hinterlassen Sie mir einen kleinen Kommentar. Ich freue mich immer auf jedes Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal.